lange nicht relativ warm. Was ist denn mit der Tür? Der kommt schon mal zu kuscheln. Ja, die Kuckuck. Die Bilder, die Wölfe da ganz toll zu beobachten. Und über den Wölfen deckt die Karibus. Und auch diese Anlagen, die wir gerade jetzt nicht sehen, aber das kann ich Ihnen so beschreiben, die sind so gebaut, dass wir hier diese Idee haben, ja, die könnten ja eben alle zusammen wohnen, weil es halt so eine gestaffelte Anlage ist. Und aber man sieht hier nicht vom Blick, hier ist bei Genesis geschaut, da wird eine Tribüne gebaut. Und direkt hinter den Bildern von denen hier vorne ist das Robbenbecken. Ja? Also dieses Robbenbecken ist, glaube ich, 12 oder 13 Mal so groß wie das alte Robbenbecken. Die wird auch nicht. Das habe ich ganz lange gelernt. Im letzten Wochenende fotografieren, dass sich der Arktos auf einmal, er darf, zurückfallen ließ und an. Ich wollte daran züchten, das wäre doch immer wirklich eine schöne Sache. Und sie dann bedenken, ich denke jetzt nur an die letzten zwei Jahre der Eisbärenbuben mit Schut und Glocke und wie sie alle hießen, ja. Das war auf jeden Fall sehr gut. Ja, kein Unterschied, ich sage aber so eine Außenwand halt nochmal mehr oder weniger. Und in der Mitte sehen Sie ja zwei nebeneinander, wenn es noch dabei bleibt, wie der ursprüngliche Tag ist, darum meinte ich auch, man muss nach vorne sein, wird dort ein Wasserfall runterfallen, der dann diese Anlage auch einfach mal optisch. Der Wasserfall wird dann im Hafenbecken liegen. Ja? Dann halt noch links daneben dann die Periehundeanlage. Ich meine, wir sind hier jahrelang vorbeigelaufen an der Tafelgehege. Hört mal dieses kleine alte Periehundloch. Das war nicht mehr drin, das war nur noch verwildert. Ja. Jetzt haben wir eine schöne neue Anlage mit schönen Tieren. Und hier natürlich auch dran das Thema der neuerlichen Seebären. Verfolgt mich schon seit Ewigkeit, das ist recht schwer da ranzukommen. Ne? Ja, wir drücken alle da. Kommen wir wieder auf ProSieben oder auf RTL? Auf jeden Fall. Da ich muss dann noch zwei, drei Wochen Geduld. Darauf sein Sie anhalten wird. Denn es ist ein teures Projekt, wir müssen ja auch selbst sehr viel investieren dort. Wir haben Ufer, aber wir müssen auch einen großen Teil selbst erwirtschaften. Aber ich denke mal, das, was wir hier bieten, das rechtfertigt sich einfach. Wie viele Jahreskarten sind die? Die müssen wieder so um 90.000 bieten, auf jeden Fall. 19.000. Allen Bundesländern Besucher. Das hat der vorher auch noch nie geschafft, ja? Aus allen 16 Bundesländern hatten wir im letzten Jahr Besucher hier in den Sommerferien. Das haben wir über die Postleitzahlenstatistik halt. Wir sind trotzdem auf Platz 1 bei Repinien mit dem Bob. Super! Ja, hat sich gefordert, gut. Aber daran mehr Dreiradfahren oder was da immer schon gemacht wurde, sondern dass wir im Endeffekt den Schoß hier erwischen. Das kann man dem Tier ansehen, finde ich einfach. Und darum ist es einfach so positiv, dass wir unseren Pflegern auch noch diese Moderation haben. Ja, dann werde ich noch mal ein Foto.